Hey Leute, was geht? Herzlich willkommen zurück hier bei Desolate. Yes, yes, ja, wir sind hier am Kino völlig überladen. Finden hier endlich eine Crowbar. Aber wir haben ja unser Karma und ich will es gar nicht mehr loslassen. Ich will auch nicht so nah an die Anomalien ran, um ehrlich zu sein. Wir brauchen Teile für die Reparaturen. Müssen wir mal gucken. Wäre jetzt natürlich gut zu wissen, was für Teile wir da suchen. Wusste, da ist was. So, soll man den Kopf zumachen. Okay, ist die Frage, wo das zweite Teil ist. Bestimmt die schwebende Alte mitgenommen aus der letzten Folge. Leute, das hat mir gar nicht gefallen. Hier oben ist noch ein Haus, vielleicht finden wir da was. Finden wir ganz sicher was, aber das gehört nicht mehr zum Kino. Aber da vorne ist noch ein Parkplatz, der gehört auf jeden Fall zum Kino. Was zeigen die denn hier? Ja, ist so ein geiler Film. Gehen wissen, was das mit der alten auf sich hat. Sag mal, hier waren wir doch schon mal. Da läuft auf jeden Fall Musik, die mir Probleme bringt. Deswegen sollten wir raus. Licht können wir uns mittlerweile sparen. Gut, dann würde ich sagen, geht's jetzt ab, zurück. Rennen können wir gerade nicht. Warum wohl? Geht's zurück zum Leuchtturm. Reparieren wir da diese komische Station und dann gucken, dass wir den anderen Typen anfunken können. Und da unten läuft einer wieder. Ist das unser Freund mit der Axt? Ist schon wieder respawned. Wir werden es rausfinden. Weil ich glaube, es ist einer von den Bekloppten. Nee. Mal gucken, was er macht, wenn er sieht, dass da noch so ein Vieh ist. Morgen. Got him, boys. Get some. Da gibt's doch dann bestimmt auch Leute, Alter, die eine Schusswaffe haben. Da müssen wir dann echt aufpassen. Ich finde es interessant, nicht jedes Tier scheint uns angreifen zu wollen. Das lassen wir jetzt mal liegen. Wir sind sowieso schon maßlos überfüllt. Warte mal, ist das hier eine Wasserpumpe? Nice. Das heißt, wir können, sobald wir am Leuchtturm sind,
an dem Wasserteil auch unser Wasser abkochen dann. Jetzt am Anfang sowieso alles drunter und drüber, das kennt ihr ja. Vor allen Dingen von mir. Können wir mal die Axt nutzen. Ich glaube, mittlerweile macht die mehr Schaden als unser Karma. Ah, geht. Komm, wir nehmen es mit. Mich würde ja interessieren, wie weit können wir uns denn überladen? Und was von dem ganzen Zeug brauchen wir wirklich? Wahrscheinlich müssen wir eh gleich die Hälfte wegwerfen. Aber ich habe gesehen, es gibt so einen Skill. Da kannst du Sachen aufspalten. Okay, das ist ultra creepy. Sehe ich das nur oder zittert er? Ich will es gar nicht wissen. Ich will es gar nicht wissen, Mann. Ich habe den gar nicht gesehen. Alles gut. Oh, hier ist auch noch was. Nee. Moment. Hab da einen gehört, glaube ich. Ich wusste es. Oh, wir haben uns ein Trauma zugezogen. Offener Rippenbruch. Chance auf eine Blutung. Momentan haben wir noch keine. Brauchen wir Verbandskasten, Schmerzmittel oder Antibiotika? Ach du Scheiße. Sowas haben wir natürlich nicht. Im Alkohol. Das werden wir noch alles rausfinden, wie man sowas herstellt und so. Watcher, this is Volunteer. Come in. I repeat, Watcher, this is Volunteer. I've repaired the station. Do you read me? What the hell? Station's running, why won't he answer? I can see wires coming out of the top of the station. The transmitter might be disconnected. If so, I should reconnect it. Okay. Wir sollen also den Kabeln hier folgen. Machen wir das mal. Ist wahrscheinlich einfach nicht der Stecker drin. Können ja einen Techniker anrufen. Vielleicht hat er Isaac Zeit. Oder wir rufen so einen Callcenter-Fuzzi an. Kennt ihr das, wenn man im Callcenter anruft? Ja, ich habe Probleme mit meinem Internet. Das ist alles im Arsch. Hier geht gar nichts. Sind Sie in der Nähe von Ihrem Modem? Ja. Haben Sie schon versucht, Ihr Modem stromlos zu machen? Nee, ich bin bescheuert. Volunteer, can you read me? I'm getting a signal. Copy that, I read you. Good work. Now the island has two-way communication with the continent. The next mission will enhance your chances. Grenichny is a dangerous place, as you know. But even on this island, there are some places that are relatively safe. One of those places is Oasis. Head over and, well, introduce yourself. We'll let you in if you have a certain token. The kind that the train system used to accept. Back when it was operational. Mm-hmm. So where do I find this token? At the Spark train station. It's in sector C7. Go get it.
Alte Werkbank Südbucht. Ich habe am Pier eine alte Werkbank gefunden. Ich glaube, sie lässt sich reparieren. Ach, guck mal, jetzt haben wir schon mehrere Sachen. Reparieren Sie die Vorrichtung, damit Sie diese nach dem Tod als Ort der Wiederbelebung auswählen können. Monolith Südbucht. Ventilator gefunden, Kästchen gefunden. Okay, und das war wo? Ach, dafür sind die Monolithen da. Wiederbelebungspunkte? Alles klar, wir sollen ja jetzt nach Oasis erstmal. Müssen wir da zum Bahnhof. Jetzt ist jetzt die Frage, was wir als erstes machen. Wenn wir so eine Werkbank haben, dann können wir vielleicht richtig coolen Stuff herstellen. Deswegen würde ich schon fast zur Werkbank gehen. Und dann können wir auch den Monolith... Können wir machen. Brauchen wir aber zwei Ventilatoren. Für die Werkbank. Nee, für die Werkbank brauchen wir eine Gaslampe. Einen Transformator. Wir sollten mal wirklich ein paar Sachen abwerfen, glaube ich. Kräutertee. Müssen wir noch abkochen? Der Nebel löst sich auch auf. Komm, das machen wir. Wir gehen nochmal an den Ursprungsort. Warte mal, hier können wir ja gleich gucken. Gibt es hier eine Gaslampe? Ich glaube, wir sollten den ganzen Schrott wirklich einfach wegwerfen. Beziehungsweise, ich wollte ja gucken bei den Fähigkeiten. Der Sparsame. Die Reparaturkosten der Ausrüstung, der Experte, Haltbarkeit der hergestellten Waffen, bla bla. Gestattet das Auseinanderbauen von Gegenständen und Bauteilen. Um Bauteile zu erhalten. Beim nächsten Level-Up, Alter, holen wir uns das. Regenerationsgeschwindigkeit der Ausdauer. Ist auch gut. Gucken, ob oben noch was Interessantes war. Gaslampe. Oh boy. It's too heavy. I can't. I may break my back. This way. Ja. Du. Lauf rum zu meckern. Kannst froh sein, Alter, dass ich dich am Leben lasse und nicht irgendwo gegen Baum steuer. Ich find's schade, dass hier nicht angezeigt wird, wenn du irgendwas lootest, was das ist, was du lootest. Da lag doch mal eine Hantel, oder? Bin ich blöd? Die haben wir doch nicht mitgenommen. Ich meine, wie soll ich denn wissen, was ein Transformator ist? Also wie der hier in... Ich weiß, was ein Transformator ist, logisch. Aber woher soll ich wissen, wie das hier in dem Game aussieht? Das heißt, gut. Müssen wir uns mit ein paar Leuten anlegen. Müssen wir Erfahrungspunkte sammeln. Damit wir dann letztlich... uns ordentliche Sachen herstellen können.
Schon wieder. Skalnik. Pilze steht hier. Ach, red doch nicht. Weiß doch jeder, Skalnik ist ein Stück Seife. Warte mal, können wir uns das irgendwie markieren? Können wir, Tatsache. Nice, okay. Dann würde ich sagen, machen wir uns langsam auf den Weg dahin wieder. Versuchen das zu reparieren. Die Sache ist aber, du bekommst ja hier so völlig random irgendwelches Zeug. Und wir werfen jetzt ein bisschen was ab, wir sind ja ultra langsam. Holz-LKW. Was wiegt denn hier am meisten? Vielleicht sollten wir nach Gewicht, kann man... Gewicht. Bohrmaschinen. Toaster. Haut. Wir sind immer noch drüber. Grünes Konzentrat. Hand des Verrückten. Haben wir auch ewig oft. Radioapparat. Fuchsschwänze. Schrot. Oh, gibt's eine Schrotflinte hier? Gott sei Dank, Mann, gibt's eine Pumpgun. Polymergewebe. Oh. Oh boy. That is too heavy. Ich arbeite dran. Ich arbeite doch dran. Bleib doch mal ein bisschen locker. Ich glaube, das Kästchen brauchen wir für irgendeinen Toaster gefunden. Kästchen gefunden. Ventilator, zwei Stück. Gaslampe, Transformator. Zack. Ansonsten, wir haben total viele Waffen. Vielleicht davon was wegwerfen? Pistole will ich ungern wegwerfen. Bin gespannt, ob das noch alles da ist, wenn wir zurückkommen. Aber jetzt können wir auch wieder rennen. Dann sind wir auch schneller da. Wir dürfen einfach nicht alles mitnehmen. Oh, ich wollte gerade sagen, was liegt denn da? Hm, was jetzt davon? Nur wichtige Sachen mitnehmen. Ist das eine Salami oder was? Was ist denn das gewesen? Was ist denn das gewesen? Waffe war es nicht. Was zum Essen war es nicht. Medikament ist es nicht. Panzerung ist es nicht. Werkzeug ist es nicht. Hier drin ist es auch nicht. Forschung haben wir nicht. Aufgaben. Sachen, die wir für eine Quest mit uns rumtragen, tragen wir nicht mit uns rum, sondern die wird direkt übernommen. Wird direkt für die Quest genommen. Das heißt, wenn wir jetzt das Kästchen abwerfen, aber trotzdem noch das Kästchen. Wir haben nämlich gerade einen Ventilator gefunden.
Der ist jetzt hier mit hinterlegt, aber den haben wir nicht im Inventar. Ah, das ist gut zu wissen. Das ist wirklich gut zu wissen, Alter. Leute, ich würde sagen, wie es hier weitergeht, sehen wir, sobald es uns wieder ein bisschen besser geht von der Wärme her. Wir müssen auch was trinken, sehe ich gerade. Haben wir nicht. Aber wir haben ein bisschen Wodka und Schnaps und Wein. Und auch das füllt ja irgendwie unseren Durst. Alkohol ist einfach alles geiler als alles andere. Alkohol.